Wer arm ist, kann sich viele Lebensmittel aus dem Supermarkt nicht leisten. Wieder Glück heute hier. Eine Rentnerin. Camembert. Ein Student. Champignon. Und eine alleinerziehende Mutter sind erfinderisch. Sie versuchen, sich kostenlos zu ernähren. Jeder auf seine Art. Wie geht das? Essen für 2 Tage, wenn nicht noch mehr. 3 Tage. So. Oh, guck, hier geht's schon los mit Birnen. Super. So, warten. Warten, Mädchen, warten. Und hier erstmal meine zweite Tasche noch rausholen. Im Herbst ist Erntezeit für Anne-Dore Roden. Sie ernährt sich, soweit es geht, von dem, was draußen wächst. Aus der Natur. Dabei lebt sie in der Großstadt, im Hamburger Stadtteil Lurup. Die Birnen findet sie in einer öffentlichen Grünanlage. Also das lagere ich dann zu Hause auch erstmal ein. Gut, wenn man dann doch mehr hat, das stelle ich dann auf den Balkon. Weil das schafft man sowieso nicht in einem Tag dann zu verarbeiten. Am besten ist, man geht immer erstmal einmal sammeln. Und wenn man dann alles zu Hause hat, weil irgendwann ist die Zeit auch um. Man muss ein bisschen mit der Zeit dann auch gehen im Jahreskreis, ne? Sonst hat das ja keinen Sinn. Wenn das schlechte Wetter dann immer mehr kommt, dann werden ja auch die Früchte faul. Es sind die letzten Tage des Jahres, in denen die 46-Jährige noch ernten kann. Die Vorräte sollen einen ganzen Winter halten. Oh, die sind ja klasse. Und kostenlos. Für Anne-Dore ein wichtiges Argument. Ja, und so hat man das früher ja auch gemacht, ne? Also die Sachen so verarbeitet, wie sie da sind. Und es sind auch wirklich wahnsinnig viele. Also hier könnten sich noch 2, 3 Leute, ach, eine ganze Familie kann sich hier locker noch mit von ernähren. Doch außer ihr scheint sich niemand für die Falläpfel zu interessieren. Anne-Dore wird sich die übrigen auch noch holen. Jetzt will sie eigentlich weiter zum Schlehen pflücken. Doch unterwegs trifft sie überraschend auf einen Rentner, der auch gerade erntet. Ja, moin, Mädchen, ich hab gesehen, du hast hier gerade ein paar Äpfel und so. Ja, ich hab Äpfel, Bio. Oh, das ist ja toll. Boden nicht verseucht, nicht gespritzt. Oh, das und ich habe ja dieses Jahr eine Bombenernte. Oh, geil. Ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, dass alle 2 Jahre nur die Erde gut ist. Ja, genau. Und diesmal habe ich so viele, kriege ich alle gar nicht. Oh, darf ich da welche von abhaben? Ich gebe gerne noch ein paar zum. Das sind alles Fall und kleine, die. Ja, ich nehme genau extra die. Sie kriegen von mir auch noch ein paar andere. Ja. Eben noch wollte der Hamburger seine Boskop-Äpfel zu Hagenbeck in den Zoo bringen, als Tierfutter. Anne-Dore kommt genau im richtigen Moment. Junge Frau, nebenbei, mein Name ist Peter. Ja. Nachdem tut nicht zur Sache. So, die können Sie jetzt angenehm, Anne-Dore. Ja, aber die sollen Sie jetzt haben. Ach, das ist ja lieb, Sie sind das wert, weil wir erstmal die gleiche Richtung haben, Natur und alles. Das ist, da freue ich mich aber ja nun wahnsinnig. Ja, Sie haben es wirklich verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Ja, ich bin an sich Menschenkenner. Nicht? Und Sie gehen auf Menschen zu. Glück gehabt. Auf so viel Verständnis trifft die alleinerziehende Mutter nicht immer. Jetzt muss sie die Äpfel erst mal zu Hause abladen, bevor sie weiter auf Sammeltour geht. Anne-Dore lebt mit ihrem jüngsten Sohn in einer 3-Zimmer-Wohnung. 2 Kinder hat sich hier alleine großgezogen und jahrelang in der Gastronomie gejobbt. Jetzt arbeitet sie Teilzeit als Reinigungskraft und stockt mit Hartz IV auf. Das Geld ist knapp. Anne-Dore versucht, sich und ihren Sohn trotzdem so gesund wie möglich zu ernähren. So, dann kam das auch direkt mit meiner Beladung hier richtig hin. Das ist natürlich jetzt auch schon viel Arbeit. Was jetzt hier liegt, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also, bis man das erstmal alles verarbeitet hat, also, da gehen noch mal wieder ein paar Stunden bei drauf. Doch die Äpfel müssen warten. Es ist nämlich höchste Zeit für die Schlehen. Diese hier wachsen auf einer Brachfläche und sind auch bei Vögeln beliebt. Anne-Dore wird sie später wie Oliven einlegen. Aus einigen macht sie Saft, Marmelade und Likör. Sie kennt viele Rezepte.
Auch René Reile versucht sich von dem zu ernähren, was die Stadt hergibt. Er studiert in Hamburg Medientechnik. Die Mieten in der Großstadt sind hoch und sein Budget ist knapp. Essen ist der einzige Posten, an dem er sparen kann. Deshalb ist er unterwegs in den Stadtteil Eimsbüttel. René hat gehört, dass dort ein Supermarkt jeden Abend aussortierte Waren verschenkt. Eine Anwohnerinitiative, hieß es im Internet, verteilt die Lebensmittel vor einer Sparkasse. Die Aktion nennt sich Götterspeise und findet nach Ladenschluss statt. Soll das alles runter, Frau Felten? Ja. Ja? Ja, natürlich. Außer René weiß hier offensichtlich jeder, was er zu tun hat. Die Götterspeise gibt es seit 3 Jahren. Wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt zum ersten Mal hier bin? Habt ihr also das noch nicht mitgemacht? Wir erstmal alles. Ja. Und dann verteilen wir Nummern. Und dann wird aufgerufen. Und dann kann sich jeder was nehmen. Heute sind wir ja nicht so viele Leute. Ja. Deswegen kann der kriegt heute ein bisschen, jeder ein bisschen mehr ab. Das ist ja Wahnsinn, diese Menge. Ja, und so tolle Sachen vor allem. Ja. Also, guck mal, hier ist. Ach, Fischfleisch und Fischchen. Lachs. Das ist ja super. Alaska. Hier habe ich eben Lachs gesehen. Ist das immer so, jeden Tag? Es ist verschieden. Wir sagen mal so, ist nicht jeden Tag Weihnachten. Ja. Manchmal ist weniger, manchmal ist mehr. Aber heute ist Weihnachten. Also heute ist Weihnachten, ja. Heute ist Weihnachten. Ey, cool, das ist ja. Guck mal hier, Lachssalat. Ja. Seelachssalat. Okay. Wie im Schlaraffenland. Alles umsonst. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man hier die ganze Bandbreite findet. Was, das ist ja alles, was man so im Supermarkt findet. Da ist ja aus jeder Abteilung was dabei. Gebäcke, Wurst, Käse, Fleisch, Eier, Obst, Gemüse, ist ja alles. Also da braucht man gar nicht mehr einkaufen. Ist doch perfekt. Jeder darf sich aus jedem Korb bedienen. Aber erstmal nur mit jeweils einem Produkt. Die Helfer aus der Gruppe passen auf, damit am Ende keiner zu kurz kommt. Rentnerin Tina weist den Neuen in die Spielregeln ein. Sie wohnt um die Ecke und kommt regelmäßig zur Götterspeise. Nee, bin ich auch nicht so der Fan. Aber Käse war hier noch irgendwie. Camembert. Also ich gerne mit Champignon. Für René steht jetzt schon fest, hier wird er noch öfter herkommen. Mit dem Bus bringt der Student seine Schätze nach Hause. Er wohnt in Hamburg-Bahrenfeld in einer Vierer-Wohngemeinschaft. Pack mal aus, da ist ganz viel Gebäck. Hier sind ein paar Kräuter und hier Brokkoli, Kräuter, noch mehr Salat. Ja, das ist voll viel, oder? Ja, das war echt. Können wir auch mal zusammen hingehen? Das können wir gerne mal machen. Ja. Genau, und dann haben wir nämlich 3 Nummern. Und dann dreifacher Tisch noch voller. Ja. Als Student muss man erfinderisch sein, wenn man wie René keine reichen Eltern hat. 450 Euro zahlt jeder in der Wohngemeinschaft für ein Zimmer. Nach Abzug der Miete bleiben René pro Monat noch 350 Euro. Weniger als der Hartz-IV-Satz. So geht es vielen, die mit BAföG auskommen müssen. Vor allem im teuren Hamburg. René will jetzt am Essen sparen und möglichst viel umsonst ergattern. Rentnerin Tina kauft heute in dem Supermarkt ein, der abends aussortierte Lebensmittel verschenkt. Geld gibt sie nur für Dinge aus, die es nicht umsonst gibt. Ihre Grundrente reicht knapp für das Nötigste. Kannst du mir gleich mal helfen? Wo bin ich hier Geschirrspülmittel. Geschirrspülmittel, welches möchtest du denn haben? Das günstigste, bitte. Gut und günstig in Gelb. Hast du noch eine andere Farbe? Ja, ich guck gerade. Das ist die letzte, ne? Nee, da haben wir noch ein paar von. Die Edeka-Filiale gehört Martin Wucherpfennig. Er stamme nicht aus reichem Hause, sagt der Chef. Deshalb habe er ein Herz für Menschen, die wenig Geld haben. Habt ihr länger, ne? Ja, ja. So, danke, danke. Also ich kann ungefähr eine Summe sagen, dass ich ungefähr im Jahr für 25.000 Euro
nicht vernichte, sondern dass die Ware abläuft, die dann nicht mehr verkaufsfähig ist. So, und dann ist man ja froh, wenn man dann, ich sag mal, hier geht bestimmt am Tag mindestens für die Götterspeise mindestens 200 Euro raus. Dann habe ich diesen Verlust, habe ich zwar, den kann ich nicht minimieren, weil der fällt immer an. Aber ich bin dann froh, dass ich dies nicht wegschmeißen muss. Das kann ich mit mir besser vereinbaren. Ja, für dich auch, danke. Rund 1 Million Menschen leben in Deutschland von Grundsicherung. Dann kriege ich 6,93 Euro, bitte. Die Rentnerin bringt ihre Einkäufe jetzt nach Hause. Am Abend wird sie wiederkommen. Zur Götterspeise. Es ist kurz vor Ladenschluss. Ein Angestellter stellt die Kisten mit aussortierter Ware bereit. Auch die Mitarbeiter dürfen davon nehmen. Während im Supermarkt noch aufgeräumt wird, warten draußen schon die Aktivisten der Götterspeise. Marco Scheffler ist Barbesitzer aus Hamburg-Eimsbüttel. Er hat die Anwohnerinitiative aufgebaut. Tina ist von Anfang an dabei. Ja, den habe ich mit rüber gelotst. Gibt keinen Chef und gar nichts. Das ist einfach so eine Organisation, kann man auch nicht sagen. Das ist einfach so. Ja, organisiert sich selbst, hat sich schön verselbstständigt. Also die Leute, die ja im Prinzip die Lebensmittel da sich rausnehmen wollen, die haben ja auch ein Interesse daran, dass es reibungslos funktioniert. Eben. Und dementsprechend ist halt immer der eine oder der andere dann da und hilft dann mit, genau. Wie jeden Abend werden die leeren Kisten vom Vortag gegen die neuen vollen ausgetauscht. Etwa 30 Familien, schätzt Scheffler, versorgen sich hier regelmäßig. Verschenken statt wegwerfen. Scheffler versucht auch, große Handelsketten für diese Idee zu gewinnen. Bisher ohne Erfolg. Die Discounter, die erzählen im Prinzip, dass sie eigentlich überhaupt nichts wegschmeißen. Und die Realität sieht dann aber ganz anders aus, wenn man sich die Mülltonnen der Discounter mal anguckt. Ich bin der Meinung, der erste Discounter, der sich auf so ein Projekt einlässt, also ob es nun Aldi, Lidl, Netto oder sonst wer ist, die würden auf jeden Fall auch davon profitieren, weil sie natürlich einen riesen Pressewirbel damit auch erzeugen würden. Mehr als 2000 Ausgabestellen für Lebensmittel gibt es in Deutschland. Doch immer noch landen 11 Millionen Tonnen jährlich im Müll. Zu Hause will Tina sich gleich etwas kochen. Die 49-Jährige leidet unter Depressionen, kann nicht arbeiten. Von ihrer Frührente bleiben ihr nach Abzug der Miete 403 Euro. Das sind 13 Euro pro Tag. Genug zu essen zu haben für sich und ihren Hund Bobby ist ein ständiger Kampf. Geflügel, Fleischsalat, das muss ich in den Kühlschrank tun sofort. Hier habe ich ja auch ganz viele andere Sachen, die ich auch schon, ja, ich mag ich jetzt gar nicht sagen, so ja, containert habe, sage ich jetzt einfach mal so. Containern heißt, sie hat die Lebensmittel aus den Abfalltonnen eines Supermarktes gefischt. Das macht sie häufiger, auch wenn es nicht ganz legal ist. Von ihrer Rente könnte sich Tina das alles niemals leisten. Das, was Discounter wegschmeißen. Hier oben ist alles voll. Hier Frühstücksfleisch, Zungenwurst. Und hier, das war an. Oh, ja, das war ein Tag hier. Und ich habe ja nun auch schon ein, zwei Sachen davon gegessen. Ja? Aber das muss man eben alles schnell einfrieren. Dann habe ich noch ein bisschen länger was davon. Hier. Das ist richtig Puten. Hähnchenbrust. Filet. Wenn ihr Kühlschrank leer ist, wird Tina wieder losziehen, um zu Containern und in den Biotonnen von Discountern nach Essbarem suchen. Jeder Cent, den sie sparen kann, zählt. Schon die Hundehaftpflicht für Bobby, 6 Euro im Monat, kann sie kaum aufbringen. Das ist auch was abhaben, komm her. Du hast auch nicht Hunger, ne? Komm her, hier. Wenn jetzt eine Waschmaschine kaputt geht oder mein Herd, dann muss ich davon sparen. Also ich kann da jetzt nicht anrufen und sagen, ja, ich brauche einen neuen Herd, meine Waschmaschine ist kaputt. Dann sagen sie, ja, dann hätten sie sparen müssen von dem Geld. Hätten sie sich monatlich was zurückpacken sollen. Geht das denn? Nee. Also ich versuche immer monatlich 50 Euro wegzupacken, aber ich muss immer wieder ran. Auch Anne-Dore Roden weiß am Monatsende oft nicht, wovon sie einkaufen soll. So geht es vielen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Insgesamt mehr als 6 Millionen Menschen. Deshalb will sie Vorräte anlegen mit Gemüse der Saison. Anne-Dore war krank, hat ihren Minijob aufgegeben.
Doch das Amt hat nur einen Teil des Regelsatzes überwiesen. Das bedeutet für zwei Personen 600 Euro, wovon ich noch Miete und Strom zahlen soll. Die Miete beträgt 550, der Strom 80. Also nix ist da. Den Einkauf bezahlen kann Anne-Dore nur, weil sie einen Teil der Miete zurückbehält, bis die Arge das fehlende Geld überweist. Gut 5 Kilo Rot- und Weißkohl müssen jetzt verarbeitet werden. Eine mühsame Arbeit. Aber auch schon so schön, sehr toll aus, diese Lila. Anne-Dore will Kimchi machen, ein koreanisches Kohlgericht, das sich lange hält. An Kreativität mangelt es ihr nicht. Doch ohne Ausbildung bekam sie immer nur schlecht bezahlte Jobs. Ich habe schon richtig gehungert. Deswegen ist das ja eigentlich auch mit diesen Rezepten so weit gekommen, weil ich war krank, dann habe ich kein Geld bekommen, dann hatte ich Hunger und dann habe ich geguckt, was gibt es? Und dann habe ich mir überlegt, okay, du musst aus dem günstigsten und billigsten mit dem Jahr so arbeiten, dass du auch mal so 2-3 Monate klarkommst, wenn nichts zu essen da ist, wenn kein Geld da ist. Und das ist jetzt ein Rezept davon. Eine Art Sauerkraut, versetzt mit scharfen Gewürzen. Kimba, so, raus da jetzt. Los. Das Kimchi-Rezept stammt aus dem Internet. Anne-Dore hat es abgewandelt. Jetzt muss der Kohl in einer Salzlake entwässern, bevor er eingelegt wird. Die Hamburgerin nutzt die Zeit, um Süßigkeiten herzustellen. Schokoriegel oder Kekse kauft sie nie. Zu teuer. Auch für Leckereien wird verwendet, was sie draußen findet. Zum Beispiel junge Fichtenzapfen. Und das sind nämlich diesejenigen. Also die wachsen dann so, da sieht man das noch. Von der anderen Seite sogar besser. Das sind dann, das werden mal ganz große. Und das hier ist der neue Austrieb schon, der harzige. Da kann man auch einen sehr guten Hustensirup draus machen. Aber wir sind jetzt hier auf diese kleinen Fichtennüsschen aus. Für die Ummantelung nimmt sie geschmolzene Blockschokolade. Auf die Idee, dass man die Nadelbaumfrüchte essen kann, brachte Anne-Dore einen Survival-Trainer. Überlebenstipps aus der Wildnis, umfunktioniert für die Großstadt. Jetzt müssen die Mini-Pralinen mit Waldgeschmack nur noch fest werden. Mittlerweile ist auch der Kimchi aus deutschem Kohl portionsfertig. Die Einmachgläser stammen von gekauften Konserven. Wegwerfen kommt für Anne-Dore nicht in Frage. Das geht ja jetzt erstmal für 4 Wochen so im Keller. Dann, es verändert sich auch im Geschmack, ne? Durch die Fermentation schmeckt es immer mal ein bisschen anders pikant. Also schlecht werden kann das durch die Schärfe schon alleine nicht. Und da kommen wir mehrere Monate dann so als Begleitung oder auch mal als Hauptgericht mit aus. So ein halbes Jahr kann man so sagen. 12 Gläser Kimchi für 12 Euro. Auch wenn man davon nicht satt wird. Eingemachtes, wie aus Großmutters Zeiten, liefert jedenfalls Vitamine. René hat mittlerweile eine weitere Methode entdeckt, sich kostenlos mit Essen zu versorgen. Über die Organisation Foodsharing. Deren Mitglieder offerieren im Internet Lebensmittel, die sie übrig haben. Jeder, der möchte, kann sie abholen. Die kommen einmal von Menschen, die zu Hause viel zu viel von etwas haben, was sie gar nicht alles verzehren können. Vielleicht auch aus dem heimischen Garten. Und wenn man einen Apfelbaum hat, kann man Äpfel verschenken. Und dann sind da auch Kooperationen mit Geschäften, die freiwillig Lebensmittel zur Verfügung stellen, die sie nicht mehr verkaufen können oder möchten. Und anstatt das wegzuwerfen, wird das zur Verfügung gestellt, um das zu verteilen über diese Website an die Leute, die das gern haben möchten. René hat ein Angebot gefunden, das ihm gefällt. Allerdings nicht in seinem Wohnviertel.
Ich fahre jetzt nach Barmbek, um Essenskorb abzuholen. Ganz viel Obst und Gemüse ist angekündigt. Schauen wir mal, was noch da ist, was noch zu haben ist heute. Er ist mit einer Lebensmittelretterin verabredet. So nennen sich die Mitglieder von Foodsharing. Sie retten Lebensmittel vor dem Wegwerfen. Ja, alles, was ich gerettet habe. Und wo hast du das her? Wo hast du das gerettet? Das habe ich vom Supermarkt hier in der Nähe abgeholt. Und die Backwaren sind von der Bäckerei von gestern Abend. Und das geben die dann so, stellen die zur Verfügung? Ja, genau. Also da, wo wir halt Kooperationen noch laufen haben, da holen wir dann regelmäßig ab und die geben uns die Sachen, die sie sonst in die Tonne schmeißen würden. Und nicht schon. Nimm dir einfach, was du selber für einen Eigenbedarf gebrauchen kannst oder wo du sagst, du kannst das auch nochmal weitergeben und den Rest verteile ich dann weiter. Wir sind 4 Leute in der WG. Ja, das ist natürlich immer super, ne? Ich würde ein bisschen was nur einstecken, was ich... Wie gesagt, ist alles zum Verteilen, zum Nehmen gedacht. Okay. René macht so etwas zum ersten Mal. In einer fremden Küche Lebensmittel einpacken. Christine sammelt die Waren nicht aus finanzieller Not. Sie engagiert sich aus Überzeugung bei Foodsharing. Weißt du, was man damit macht? Freut sich bestimmt jemand. Die Hamburgerin holt mehrmals pro Woche aussortierte Lebensmittel in Geschäften ab. Und du kannst ja auch selber was behalten, was du gleich am liebsten magst. Genau. Ich hoffe, die esse ich immer gerne. Darf ich die 2 da auch? Wie gesagt, musst du nicht fragen. Ist alles zum Verteilen gedacht. Gut. Was René übrig lässt, verteilt Christine weiter an Nachbarn, Freunde und Bekannte. Abnehmer finden sich immer. Lebensmittel vor dem Müll zu retten, liegt im Trend. Die Initiative Foodsharing zählt in Deutschland mehr als 14.000 Mitglieder. Ihr Motto? Restlos glücklich. So, Bobby, komm. Oben jetzt. Komm, komm mit schnell. Mit ihrem Hund Bobby nutzt Rentnerin Tina an diesem Abend den Schutz der Dunkelheit. Sie will Containern, in den Abfalltonnen eines Supermarkts nach Produkten suchen, die noch gut sind. Wie so häufig, wenn in ihrer Kasse Ebbe und der Kühlschrank leer ist. Tina weiß, morgen kommt die Müllabfuhr. Da lohnt es sich meistens, die Tonnen zu inspizieren. Rechtlich ist Containern eine Grauzone. Die Geschäfte jedenfalls sehen es nicht gern. Haben Sie nie Angst, dass jemand kommt? Ja. Das ist normaler Hausmensch. Ist das schon mal passiert? Ja, aber dann bin ich ganz schnell weg gewesen vorher. Strafbar macht sich Tina nicht. Aber es wäre ihr peinlich, erwischt zu werden. Heute kein Glück, aber morgen noch mal versuchen sonst. Gehe ich morgen noch mal los. 8 Uhr am nächsten Morgen. Tina versucht es heute bei einem anderen Supermarkt. Sie hofft, dass die Biotonnen schon draußen stehen. Sieht wieder sehr abgeschlossen aus. Doch sie hat Glück. Die Mülltonnen sind frei zugänglich. Guck mal hier. Ja. Oh, doch. Wieder Glück heute hier. Was Tina hier rausholt, wäre alles in einer Biogasanlage gelandet. Unwohl fühlt sich die Rentnerin trotzdem. Ich muss sie erst mal einpacken. Aus dem Gebäude hat sie Geräusche gehört. Guck mal, Fleisch, Windhähnchen, Fleisch. Da hinten hingehen. Jetzt heißt es unauffällig verschwinden. Der Supermarkt hat die Waren aussortiert, weil sie kleine Mängel haben. Für die Rentnerin sind sie ein Geschenk. Guck mal hier, da sind 2 schlecht. Komm raus, die restlichen werden gewaschen. Alle noch hart, alle noch gut essbar. Sie freuen sich richtig. Ja, jedes Mal. Weil guck, da kann ich mir ja ein ganzes Gericht. Oder hier mit der Paprika. Was ist da jetzt dran? Warum muss das in den Müll? Verstehe ich nicht. Da ist nichts dran. Nix.
Da ist außen, ist das schmutzig. Außen. Und dann wird es weggeschmissen. Und dann ist es noch Bio. Bei Paprikaschoten, Möhren, Kartoffeln, Fleisch. Das ist ein Essen für zwei Tage, wenn nicht länger. Und Äpfel noch. Nachtisch gibt es auch noch. Nachtisch und Vorspeise und Nachspeise. In Frankreich verbietet ein Gesetz, den Händlern Lebensmittel wegzuwerfen. Deutschland plant so etwas nicht. Tina wird weiter containern. Sonntagmorgen. Bis auf René schlafen noch alle in seiner Wohngemeinschaft. Der Student will die frühe Stunde zum Einkaufen nutzen. Auf dem Hamburger Fischmarkt. Das hat er schon häufiger gemacht. In einer halben Stunde ist Marktschluss. Und darauf spekuliert René. Meine Strategie ist, für möglichst wenig Geld hier einen Obstkorb abzustauben. Die kosten so eigentlich pauschal 10 Euro. Und wenn man lange noch wartet, gibt es sie manchmal bei manchen Händlern so zum halben Preis. Ursprünglich ist der Fischmarkt kein Touristen-, sondern ein Restemarkt. Und Touristen sieht man hier bei diesem Wetter kaum. Viele Besucher sind wie René auf Schnäppchen aus. Und manche auch auf das, was weggeworfen wird. Noch eine Viertelstunde bis Marktschluss. Für die Händler geht es jetzt nur noch darum, ihre Restware an den Mann zu bringen. Was sie heute nicht verkaufen, werden sie kaum noch los. René aber lässt sich Zeit. Was man jetzt hier sieht, der packt noch was dazu. Das machen die dann auch gern eher zum Schluss. Also wenn man vorher schaut zum Vergleich, wenn man eine Stunde eher mal guckt, was die reinpacken, ist es oft weniger als jetzt. Jetzt wird noch nachgelegt. Lieber die Ware loswerden, ist so, glaube ich, das Motto. Auf diese Durchsage hat er die ganze Zeit gewartet. Verehrte Besucher des Altonaer Fischmarktes, die Marktzeit war um 9.30 Uhr beendet. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und hoffen, dass Sie gut und günstig einkaufen kommen. In Hamburg sagt man Tschüss. Der nimmt jetzt 5 Euro für den Job. Ich würde sagen, da müssen wir zugreifen. Ist seine Strategie aufgegangen? Ganz sicher ist sich René nicht. Du bist doch ein paar Eier da. Das ist 5 Euro. Ich glaube, das ist wirklich der Kopf. Das ist doch der Kopf 5, ne? Sagt er. Es hat geklappt. René hat den Obstberg ergattert. Für 5 Euro samt Korb. So. Das war jetzt ein Schnäppchen. Ja. Oh, Vorsicht. Oh. Ist da jetzt mehr drin als vorher? Ich weiß nicht, ob da mehr drin ist. Kann sein, aber es ist auf jeden Fall für 5 Euro zu haben. Und wenn man überlegt, ich meine hier Ananas und Bananen und Äpfel, Orangen, das hier alles Avocado, ganz dreistückig. Also wenn man das im Supermarkt oder selbst beim Discounter kauft, ist man wesentlich mehr Geld los als die 5 Euro. Einen Monat lang hat sich René, so oft es ging, mit kostenlosen Lebensmitteln eingedeckt. Zu Hause hat er dokumentiert, was er bekommen konnte. Ja, cool. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. Seine Mitbewohner haben alles mit dem Handy aufgenommen. Essen ohne Geld. Es geht. Das ist die Eigenmarke. Ich könnte mich jetzt ein paar Stunden lang damit beschäftigen, auszusuchen, wo ich heute für die nächsten Stunden was abhole und mir das ganze Kühlschrankfach damit voll machen. Also ich glaube, es ist, wenn man den Willen hat, dann ist es möglich, auch komplett auf alle weiteren Einkäufe zu verzichten. Doch das funktioniert nur, wenn man viel Zeit investiert und lange Wege in Kauf nimmt. Das kann nicht jeder. Und dennoch werfen Supermärkte tonnenweise Lebensmittel einfach weg, statt sie denen zu geben, die sie brauchen.